So, es lädt. Es lädt und da sind wir. Hallo und huhu, wieder zurück. Und ja, wir spielen immer noch das Schwarze Auge 5. Ein Interlude zur Phileas-Saga zum Einführung des neuen Charakters Nasir ibn Zahir al-Masrem, gespielt von Mishka. Und ja, wir hatten jetzt 45 Minuten knapp Pause, ein bisschen weniger. Wenn ihr das hier später guckt, habt ihr natürlich vielleicht weniger Pause gehabt, aber vielleicht guckt ihr das Video jetzt auch irgendwann einzeln auf YouTube oder so und deswegen machen wir eine kleine Zusammenfassung von Teil 1 dieses kleinen Interludes. Und was ist denn passiert, Nasir? Ja, all Gute zusammen. Der Nasir ist durch die Lande gezogen mit seiner Ziehmutter, die er Mutter Zugvogel nennt, einer Avis-Geweihten, die einen Unfall in den Bergen hatte, hat sich das Bein gebrochen, schwerer offener Bruch. Und die beiden haben sein kleines Dorf namens Finsterwald geschafft, das auch nahe dem Wald, der sich Finsterwald nennt, liegt. Und dort wird sie von einem Heiler versorgt. Dafür muss aber für die Heildienste auch als für Kost und Logis aufgekommen werden. Deswegen arbeitet Nasir beim Bauern des Ortes, dem Herrn Binsenkamm, Bauer Binsenkamm. Hat dort Bekanntschaft mit seiner Tochter gemacht. Da gehen wir später noch drauf ein. Ja, ist dann das Abenteuer begann. Morgens etwas spät aufgewacht, ist nach dem Aufwachen Holzhacken gegangen, sollte noch Wasser holen, war viel zu spät dran und hat sich in den verfluchten, gemieden, böse gesagten Finsterwald getraut, um dort Wasser zu holen. Dort hat er einen Schatten hinter sich gesehen, ist diesem Schatten nachgegangen, hat ein Windspiel spielen gehört, hat vermutet, dass es irgendwelche intelligenten Lebewesen sein müssen, hat dann versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, hat mit denen gesprochen, hat gesungen. Aber als er dann merkt, er muss wieder zurück, weil die auf das Wasser warten, hat er gesehen, dass die Wasserschläuche, die er an dem Brunnen noch füllen wollte, bereits gefüllt sind und ein kleines Windspiel auf dem Weg lag. Das nahm er mit, das Wasser abgeliefert, hat das Windspiel seiner Mutter gezeigt. Und hat gesagt, er hat es irgendwo auf dem Weg gefunden und hat von dem Wald geträumt mit dem Brunnen. Also hat gar nicht erst verraten, dass er wirklich da war, sondern sagt, es war ein Traum. Sie sagte, sie hat auch geträumt vom offenen, weiten Meer und einem schwarz-weißen Vogel. Ja. Ansonsten hat er an dem gleichen Tag nochmal herausgefunden, dass sein in Anführungszeichen Erzrivale, der Sohn des Schmieds, der Boromir Hasenrath, ihn immer noch nicht leiden kann. Es gab da ein kleines Wortgefecht. Der sah ihn übrigens auch, als er aus dem Wald wieder rauskam. Und aus welchen Gründen auch immer ist er da nachts wieder hin zurückgekommen, denn das Dorf wurde von einem fürchterlichen Schrei geweckt. Alle haben sich auf dem Dorfplatz versammelt in der Nacht. Und dort war auch Boromir anwesend mit einem Schwert, einfach ohne Scheide in den Gürtel gesteckt, an dem ein bisschen Blut war. Als Nasir ihn darauf angesprochen hat, hat er das verneint und schnell das Buch Blut weggewischt. Nasir ist der nicht allzu schwer verfolgenden Spur von Boromir in den Wald gefolgt und hat dort eine tödlich verwundete oder da noch schwer verwundete Elfe gefunden. Nasir hat versucht, mit einem kleinen Heilsegen das Schlimmste zu verhindern und die Elfe zu retten, aber das hat nicht mehr gereicht und die Elfe ist vor Ort verstorben. Der Wald, es war so, als hätte der Wald direkt darauf reagiert, alles wurde totenstill und Nasir hat ein Gefühl von Feindschaft in diesem Wald. Hat dann noch versucht, mit den anderen Elfen in Kontakt zu treten, war aber diese Nacht erfolglos. Ist dann ja erstmal in der Dunkelheit sonst nichts mehr ausführen können, nach Hause oder in seinen Unterschlupf gezogen. Er schläft auf dem Heuboden des Bauers. Dort wurde er morgens von der Tochter des Bauern geweckt, mit der er ein Tete-a-Tete hat, die ihm dann
nach langem Rundrucksen eröffnet hat, dass sie schwanger ist, also Nasir Vater wird. Ja, als hätten wir nicht schon genug Probleme. Und der hat er alles erzählt, was passiert ist. Auch ihrer Mutter hat dann darum gebeten, dass sie beim Bauern irgendwie etwas sich überlegt, dass Nasir den ganzen Tag frei hat, weil er wieder in den Wald will. Hat dann seine Mutter nochmal besucht, ihr das nochmal erklärt und ja, die schöne Metapher verwendet, jetzt muss der kleine Vogel alleine fliegen üben. Und ja, dadurch natürlich indirekt ihren Segen erbeten für die Fahrt, die er jetzt vorhat, zurück in den Düsterwald, zu den wahrscheinlich auf Menschen nicht gut zu sprechenden Elfen, um zu erklären, was dort ist. Und auch wenn dieser Trottel Boromir eine Strafe verdient hat, möchte er doch das Schlimmste abwenden und das Dorf vor einer fürchterlichen eventuellen Blutrache der Elfen schützen. Ja, und jetzt bin ich gerade bei dem Heiler im Hinterstübchen bei meiner Mutter, die dort zu Bette liegt. Genau, ihr hattet ja gerade das Gespräch mit der Zugvogel, muss jetzt flügge werden quasi. Genau. Und ja, du wendest dich um zum Gehen und ja, im Vorderzimmer ist nochmal der Heiler anwesend und ist gerade ein paar in so einem Tiegel so eine Salbe am Herrichten und nickt dir nur kurz zu. Bevor ich gehe, würde ich meiner Mutter mein Lunchpaket da lassen, einfach, dass sie sich heute die Verpflegung sparen kann, weil wir sind nicht allzu gut betucht, habe ich noch nicht erwähnt. Wir müssen gucken, wie wir an Geld kommen, beziehungsweise wie wir unsere Ausgaben minimieren. Ja. Würde dann dem Heiler noch sagen, dass ich diese Kräuter gestern am Wegesrand gefunden habe, ob er sie für die Genesung, oder ich habe gestern diese Kräuter am Waldesrand gefunden, können sie die, kannst du die eventuell für die Genesung meiner Mutter verwenden oder sonst irgendwie gebrauchen? Ja, der hat die von deiner Mutter auch bekommen irgendwie abends. Ach so, okay. Irgendwie, ja. Sie hat die ja abgezeichnet und so, ne? Vor ihr Tagebuch und ja, er macht da jetzt Experimente mit, hat er gesagt. Der kann da jetzt nicht irgendwelche Kräuter irgendwo draufschmieren, irgendwie er nicht kennt, der muss das damit erstmal rumexperimentieren, ne? Okay, die sind ja auch unbekannt. Da dann gutes Gelingen. Bin ich dir etwas schuldig für die DT, die Salben meiner Mutter? Ja, die letzten Tage noch, stehen noch aus, ne? Ja, aber kann ich noch was zusammenkratzen oder sind wir ganz blank? Du kannst noch was zusammenkratzen. Ja, ich muss ja auch noch für gestern das Essen in der Wirtsstube bezahlen. Das würde ich dann davon mal abziehen und würde dann ihm den Rest geben. Ja. Okay. Ja, ich würde dann noch kurz im Wirtshaus vorbeigehen, die Zeche von gestern bezahlen, weil ich ja gestern Abend nicht da war. Würde dann aber auch sagen, dass für heute kein Abendessen nötig ist, dass meine Mutter versorgt ist. Okay. Alles klar. Gut. Ja. Dann stehst du irgendwann vor dem Wirtshaus. Ja. Geschäftiges, normales Treiben im Dorf, ja. Kinder spielen. Ich gehe kurz in mich und überlege, wenn ich jetzt den Sohn des Schmiedes zur Rede stelle, wird vielleicht alles noch schlimmer und der rennt wieder in den Wald. Deswegen würde ich erst gucken, was ich bei den Elfen erreichen kann. Wenn ich da vielleicht auf offene Feindschaft stoße, weiß ich, dass sowieso alles zu spät ist. Aber wir, das habe ich eben nicht erwähnt, haben uns zusammen überlegt, ich und meine Mutter, dass ich eine Liturgie einsetzen kann, um eventuell mit den Elfen wirklich in Gespräch zu kommen. Die Liturgie der wundersamen Verständigung. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und ja, dann würde ich mich halt auf den Weg zum Wald machen, wieder darauf achten, dass mich niemand sieht. Ansonsten würde ich irgendwie einen Umweg nehmen über den Außenrand vom Wald. Würde dann möchtest du an der Stelle in den Wald gehen, wo du den Spuren gefolgt bist, oder möchtest du wieder an dem Brunnen in den Wald gehen? An dem Brunnen, einfach um wieder vertraute Rituale und so weiter zu wecken. Okay. Ja. Dann kommst du zum Brunnen und du hast, als du den Wald betrittst, wieder das Gefühl irgendwie, ja, irgendwas will dich nicht hier haben und so, und ja, auch das Gestrüpp ist irgendwie, ja, widerspenstiger als sonst gewesen, also als gestern gewesen, und ja, ist alles so ein bisschen,
negativer behaftet als sonst. Ich würde trotzdem noch mal gucken, ob der Wasserschlauch, den ich dafür habe, voll ist oder ob ich ihn voll machen muss. Dann würde ich ihn gerade noch mal in den Brunnen voll machen. Mhm, ganz voll machen, ja. Und dann würde ich, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich den Gegenüber sehen, dessen Sprache ich anwenden will, oder kann ich einfach... Ich denke schon, du brauchst ja irgendwie etwas, worauf du dich einstimmen kannst. Ja. Du musst ja oder zumindest auch in diese Sprache auch irgendwie, muss ja im Raum stehen, damit du irgendwas verstehen kannst und sprechen kannst. Ja, dann würde ich den Rat trotzdem meiner Mutter folgen und versuchen, alles, was ich sage, singend klingen zu lassen. Mhm. Und würde dann durch den Wald gehen und dann so Verse singen wie: Habt keine Angst, es tut uns leid, was geschah letzte Nacht, ich bekomme als Freund, nicht als Feind. Mhm. Und der würde halt auf irgendeine Reaktion warten, zu diesem Baum gehen, wo diese Treppenstufe ist. Ne? Ja, und dann, wenn ich da gar nichts finde, da nochmal irgendwie so einen Kreis drehen und ansonsten dann wirklich zu dem Platz, wo die Elfe war, und vor allem auch gucken, ob die Pfeile noch im Boden stecken. Mhm. Ja, du kommst wieder zurück zu dem Platz, wo die Elfe war, und sie ist nicht mehr da. Ist das Blut noch da? Das Blut ist noch da und es ist eine dicke Schleifspur zu sehen. Ja, sind die Pfeile weg? Die Pfeile sind noch da. Die sind noch da, okay. Ja gut, das ist aber auch kontraproduktiv, wenn ich die mitnehmen würde. Ja, dann würde ich mal der Schleifspur folgen. Die führt zurück ins Dorf. Ach du Scheiß. Ja gut, dann da muss ich der Schleifspur folgen. Da, bevor da fürchterliches passiert. Ach du liebes Lieschen. Ja, wo führt die denn im Dorf hin? Ja, wir führen erstmal zum Waldrand und dann halt, wo, wenn der Weg etwas steiniger wird und ein bisschen mehr Esser ausgetreten ist, hört die Spur irgendwann auf und geht halt in so eine tiefe Stiefelspuren über. Anscheinend hat man den Leichnam irgendwie dann geschultert oder sonst irgendwo drauf bewegt oder so. Und aber du kannst auch dieser Spur folgen, wenn du eine Fährtensuchenprobe schaffst. Nichts leichter als das, sprach Frederik. Da die Spur relativ einfach ist, hast du die um einen erleichtert. Fährten suchen. Und Superintuition. 2. Gewandtheit, auch super. Dann habe ich aber immerhin noch eine Qualitätsstufe. Ja, kannst du der Spur folgen und die Spur scheint in das Haus des Ältesten reinzuführen. Also. Muss ich kurz nochmal nachfragen, Regelfrage. Da habe ich einen Routinewert von +2. Das heißt jetzt nochmal was? Ja, das ist irgendwie so eine Regel, die lasse ich weg, die habe ich selber noch nicht okay. verstanden. Okay, dann vergiss es, habe ich nichts gefragt. Ja, dann würde ich beim Ältesten klopfen. Ja. Und dir macht dieser dickliche junge Mann die Tür auf. Der bei den 3 Kumpels dabei war? Mhm. Das ist der Sohn vom Dorfältesten. Kornhof heißen die. Und er heißt Rondrik. Rondrik Kornhof. Ja, und sein Vater heißt Ulgein. Guten Tag, Rondrik. Ist dein Vater zugegen? Nein, mein Vater hat zu tun. Was willst du, Knecht? Das, was ihr gestern im Wald tötet und noch zu Unrecht entwendet habt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du redest mit einem Diener der Götter. Lügen ist ein Frevel an dem Gott Praios. Man, ja, bla bla bla. Das Gesicht von ihm wird auch von dem sonstigen Charmant sehr ernst und hart. Ja. Er guckt dich hart zurück an und ihr habt einer aus dem weißt Wald... Weißt du auch generell, dass die dich im Orden, im Dorf nicht sonderlich ernst nehmen. Ja, ist okay. Ja. Sollen sie. Ihr habt eine von dem Waldvolk getötet.
Und wenn ihr das Dorf vor einer Blutrache ihrer Geschwister retten wollt, solltet ihr kooperieren. Ich bin der Einzige, der mit ihnen reden kann im Dorf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest, Knecht. Würde ich mal einen einschüchtern, kann ich gar nicht. Würde ich versuchen, ihn zu überreden. Ja. Sei doch kein Narr! Deinen Frevel und den von Boromir setzt das ganze Dorf in Gefahr. Alle könnten niedergeschlachtet werden. Mhm. Ja, dann mache ich mal einen Überredenwurf. Das klappt. Das klappt auch. Perfekt. Dann habe ich sogar 3 Qualitätsstufen. Ja. Der wirkt so ein bisschen eingeschüchtert. Irgendwie so ein bisschen kommt er ins Grübeln. So. Blutrache? Von wem? Nun, überlege mal, du würdest irgendwo spazieren gehen und Fremde aus einem Dorf würden dich töten. Was würden alle Einwohner des Dorfes tun? Sagen, ja, um den Rondrik, da ist es nicht schade. Oder sagen, wir rächen unseren engsten Freund. Ja, was würde aber wir sind ja auch Menschen. Und das sind? Tiere? Haben sie keine Arme, keine Beine, kein Gesicht, keine Ohren, keine Augen, ach, keine Haut, keine Kleidung? Das qualifiziert einen noch lange nicht als Mensch. Die können ja noch nicht mal unsere Sprache. Und geziert das, hat sie sich auch noch. Das können geziert? Was habt ihr versucht? Ein grinst breit, aber beide bang. Die Torwaler und die fernen Tulamiden können auch nicht eure Sprache, trotzdem sind es Menschen. Ach! Komm mir nicht so, Kinkerlitzchen. Jetzt verzieh dich. Ich hab zu tun. Möge Preios dich richten und dich strafen, du Frevler. Du setzt dein Leben. Ja, und er schlägt dir die Tür vor der Tür zu. Vor der Nase zu. Oh Herrgott. Weiß ich, ob das Zimmer des Dorfältesten im Erdgeschoss ist? Ja, die Hütte hat nur einen Stockwerk. Ja, dann würde ich schon mal gucken, ob der da drin ist, durchs Fenster. Ja, kannst du hinten durchs Fenster sehen, der hat die Leiche der Elfe irgendwie auf so einen kleinen Tisch gelegt, also irgendwie so. Und ist jetzt dabei, irgendwie die Haare abzuschneiden. Der Vater? Nee, der Sohn. Der Vater ist nicht da. Würde klopfen mit meinem Stab. Geht rüber und zieht den Vorhang zu. Ja, dann gehe ich den Vater suchen. Ja, wo suchst du? Im Dorf, irgendwo. Ist das ja nicht so groß, ne? Da nee, kann ich ja von nicht besonders groß Gasthaus sein. Bis Schmied überall hinlaufen. Mhm. Ja, du kriegst mit irgendwie auch, als du die Frauen im Dorf irgendwie ansprichst, dass der wohl ins Nachbardorf unterwegs ist. Um wichtige Geschäfte zu erledigen. Wird wohl erst morgen wiederkommen. Okay. Ansonsten gibt's ja keine weitere Respektsperson. Ja, den Schmied höchstens noch. Der ist ja, aber der ziemlich ist angesehen. Ja, das könnte ich nochmal versuchen. Aber ich habe da nicht viel auf. Ich würde hingehen. Zum Schmied. Ja. Guten Tag, Herr Hasenrat. Den Zwölfen zum Gruße. Guten Tag. Ja, ich habe auch mein übliches Grinsen nicht drauf. Wieder den Schleifstein heute? Nein, ich müsste in einer dringenden Sache mit Ihnen reden. Ja. Da der Dorfälteste nicht im Dorf ist, muss ich mich an Sie wenden, da ich Sie als ebenso weise und geachtet ansehe wie ihn. Aha. Es ist gestern Nacht etwas Furchtbares passiert. War das Monster, ja, das haben wir gehört. Richtig. Es war nicht das Monster, es war ein tödlicher Unfall, der im Wald geschehen ist. Ein Unfall? Welche Art Unfall? Einer der Bewohner des Waldes
wurde durch einen, ich nenne es einfach mal, Unfall getötet. Aha. Also, Und ich rede nicht von einem Tier, ich rede von einer Elfe. Einer was? Ein Mitglied des Waldvolkes. Singende Stimme, spitze Ohren, große Augen, Magie begabt. Und als du so gerade so redest, hörst du Tumult an der anderen Seite des Dorfes. Irgendwie so von der Straße her. Und dann sind wohl so ein paar Waschweiber, die irgendwie gerade irgendwie aufgeregt durch hin und her laufen und irgendwie rufen. Was rufen? Also ich würde mich jetzt nicht raus... Die rufen um Hilfe. Ja, und der nimmt seinen Hammer und... Ja, hinterher. Können wir das gleich klären. Ich gehe mal gucken, tut was da ist. Nichts Unüberlegtes. Tut. Ich bitte euch im Namen der 12 Götter. Ja, ich würde dann versuchen, vor ihm da zu sein. Mhm. Ja, du bist auch sehr viel agiler als er. Das heißt, du kannst dich da wieselflink, wie du bist, irgendwie vor ihm holen. Genau, flink, genau. Ja, und kommst dann da an und die, die eine Frau irgendwie ist total außer Atem, irgendwie ist es wohl dieses so eine Art Kräuterweib, die ist die Frau vom Heiler und die hat so einen dicken Weidenkorb mit so Kräutern drin und so und dann deutet immer ganz aufgeregt so Richtung Straße und der Älteste! Was ist mit ihm? Er ist tot! Es hat begonnen. Ja, dann was? Würde ich mir einen Stein oder irgendwas suchen, wo ich mich draufstellen kann. Mhm. Und würde dann mit ausgestreckten Armen den Stab in einer Hand, wie Moses vor den 10 Geboten stehen und sagen, Bürger von Finsterwalde. Ja, die versammeln sich dann irgendwie, einige Türen gehen noch auf und dann kommen Leute raus. Ihr habt es gerade gehört von der Frau des Heilers, der Dorfälteste ist tot. Was war gemurmelt. Das erste Opfer. Opfer. Und möge die 12 Götter Finsterwalde bewahren, dass nicht weitere folgen. Ihr alle habt den Schrei gestern Nacht gehört. Das Monster hat ihn geholt. Nein, es war ein Todesschrei eines vernunftbegabten Wesens. Einer Waldelfe. Sie wurde dahin geschlachtet. Von einem Mitglied aus diesem Dorf. Und die Elfen werden dafür bittere Rache nehmen. Wer war das? Wer soll es gewesen sein? Von uns macht doch keiner irgendwas. Und niemand geht in den Wald. Ich würde in die Runde gucken. Sind die Jungs anwesend? Ja, bis auf den Dicken schon. Alle, ja. Ich würde keinen ansprechen direkt. Möchte jemand etwas dazu sagen? Es bleibt ruhig. Jedem passieren Fehler. Jeder macht in des Alkohols Umarmung dumme Sachen und es können auch Unfälle passieren. Aber hier steht das Leben. Woher willst du das wissen mit den Elfen? Ich habe die Leiche gesehen. Das heißt, du warst im Wald? Danach, ja. Und niemand von uns geht in den Wald. Heute Morgen eine Schleifspur, eine blutige Schleifspur gesehen, die in dieses Dorf führt. Die Zeit der Streiche und der Kindereien ist vorbei. Und ich habe den Stab in der rechten Hand und zeige mit dem linken so in die Menge. Euer aller Leben steht auf dem Spiel. Die schucken so ein bisschen zurück. Oh. Hier hilft das Beten an die Zwölfe nicht mehr und es tut mir weh, das sagen zu müssen, als Diener des Gottes Aves. Ihr müsst reinen Tisch mit den Waldelfen machen, euren Fehler eingestehen, dann werden vielleicht die Schuldigen bestraft, wahrscheinlich wird ihnen aber vergeben. Das kann man erklären. Aber die Elfe muss zurück in den Wald. Wer ist denn der Schuldige? Sag uns, wer der Schuldige ist! Ich würde ganz kurz zu den Jungs rüber gucken und wieder geradeaus. Keine Reaktion? Nee. Gut. Praios hat über euch recht gesprochen.
ja, seid nicht willensstark genug, die Wahrheit zu sprechen. So sollt ihr alle in Borons Hallen fahren. Ich kann hier nichts mehr tun. Würde von dem Stein runtergehen und würde mich abwenden und gehen. Ja, das Getuschel und das Gemurmel fängt an und ja. Und dann der Schmied, ganz ruhig. Wer hört doch nicht auf diesen Wandervogel? Der erzählt wieder nur Geschichten, das kann gar nicht sein. Wir gehen jetzt erstmal gucken, was mit dem Dorfältesten passiert ist. Ich werde mit seinem Sohn nachgucken gehen. Ihr bleibt alle in euren Häusern, bis wir Neues hören. Ja, perfekt. Ja. Gut, und dann machen die sich auf den Weg und es ist alle verlassen so den Platz und verziehen sich in ihre Häuser. Ja, wo willst du hin? Das ist jetzt eine super schwere Entscheidung. Um mich nicht selbst weiter verdächtig zu machen, müsste ich ja mit denen mitgehen. Aber da ich ja wirklich das Allerübelste erwarte, wenn da irgendwie so eine große Sippe von Waldelfen aus dem Wald gestürmt kommt, die fragen nicht lange. Besonders seit Leiche nicht da ist. Sehr gut, ich habe in meinen Augen gerade keine andere Wahl. Ich schleiche mich in das Haus von dem Dorfältesten. Mhm. Ja, du hörst dann immer noch, dass da einer am Werkeln ist. Aber ich dachte, der ist mit dem Sohn weggegangen. Der Schmied ist mit seinem Sohn weggegangen. Der Dicke war gar nicht bei der Versammlung dabei. Dann hab ich's falsch verstanden. Ja gut, nee, dann kann ich es ja nicht anders. Dann muss ich mit dem Schmied und dem Sohn vom Schmied mitgehen. Mhm. Zu dem Dorfältesten. Ja. Ja, der liegt an einer Brücke, irgendwie, die über den Fluss führt. Liegt er mitten auf der Brücke drauf, fast schon wie drapiert. Und hat zwei Pfeile im Bauch. Also auf Herzhöhe. Und zwar ziemlich genau nebeneinander. Ja, ich würde dann warten, bis gehen nur die zwei hin oder noch andere? Ja, nur die beiden. Ja. Mit der Kräuterfrau, weil die ja weiß, wo das gewesen ist. Mhm, und genau. Halt du noch. Irgendwie, du schleichst ja hinterher. Ja. Was heißt schleichen? Ich gehe mit Abstand hinterher. Ja. Und ja, ich nehme an, dass die es entweder da entsetzt stehen oder... Ja, die gucken halt erstmal runter, ja, und begucken mich halt. Würde ich mich ein paar Meter weiter resignierend nach vorne gebeugt auf den Stab hängen und warten, bis die da mit ihrer, was auch immer sie tun, fertig sind und sich rumdrehen. Ja, dann drehen sie sich irgendwann um. Also der Schmied macht dann Anstalten, irgendwie die Leiche zu schultern, bricht die Pfeile ab irgendwie. Und, also die haben vorher geguckt, ob er wirklich tot ist und so und... Waffenmeister des Dorfes, habt ihr die Art der Pfeile erkannt? Solche Pfeile habe ich noch nie gesehen. Sind das von Menschen hergestellte Pfeile? Könnte ein Schmied im fernen Aventurien solche Pfeile herstellen? Keine Ahnung. Ihr kennt die Antwort, ihr wollt es euch nur nicht eingestehen. Es hat begonnen. Und die Elfen leben hunderte von Jahren. Sie können Jahre warten, bis sie jeden einzelnen von euch alleine irgendwo antreffen. Überlegt euch, ob ihr dieses Opfer eingehen wollt, und ich drucke Boromil eindringlich in die Augen. Das ist doch alles Unsinn. Komm, Papa, wir nehmen den jetzt mit, der arme Kerl. Bestimmt nur Räuber gewesen. Ja. Wie ihr wünscht. Soll's starke und mutige junge Männer soll man nicht aufhalten. Dann drehe ich mich um und gehe. Ja. Gut, ja, dann geht ihr zurück ins Dorf. Ja, wo bringen die denn den Ältesten hin? Ja, die bringen den zum Heiler erstmal. Also, das, ne, irgendwie, das, der ist halt auch gleichzeitig dafür zuständig, halt dann die Toten irgendwie zu salben und dann in der Kapelle irgendwie ein kleines Gebet zu sprechen oder so. Man bittet dann halt, ja, eigentlich müsste man aus dem Nachbardorf jetzt den Boron Geweihten holen müssen. Aber, naja, das hat erstmal Zeit. Erstmal müsste jetzt der Leichnam begutachtet werden. Na gut. Ich würde dann die Zeit nutzen, dass der Heiler draußen ist, und würde nochmal meine Mutter besuchen. Ja, die ist auch total irgendwie, was ist passiert? Ich könnte nur vom Fenster aus sehen. Dann siehst du halt so, dass sie irgendwie auf einem Bein so ans Fenster gehüpft ist. Und die Neugier, Mutter.
Sie ist unser beider Laster, ich weiß. Jetzt sag schon, jetzt sag schon. Es hat sein erstes Opfer gefordert. Der Dorfälteste wurde von Elfenpfeilen erschossen. Gefunden. Dann ist es alles zu spät. Dann müssen wir das Dorf evakuieren. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Da, Sekunde. Gesundheit. Ah, danke. Ich war heute Morgen nochmal im Wald, habe versucht, Kontakt zu treten, habe die Stelle aufgesucht, an der die Elfe lag, und es waren sehr unwirsche Schleifspuren zu sehen, und die Elfe wurde ins Dorf geschleift. Die Spuren führten zum Haus des Dorfältesten. Der Sohn wimmelte mich ab und ich sah ihm im Büro seines Vaters, wie er der Elfe die Haare abschnitt. Wahrscheinlich will er vertuschen, dass der eine Elfe ist und ihr noch die Ohren abschneiden und die Augen ausstechen oder so. Und wenn das Dorf jetzt evakuiert wird... Welch und frevelhaftes... Richtig. Das ist mehr als nur 12 Götter lästerlich. Mir ist es absolut unverständlich, wie ein götterfürchtiger junger Mann, sei er so wild wie er will und so betrunken wie er will, so etwas tun kann. Aber im Ernst, ich bin der Meinung, wenn die Elfe ihr Leichnam, geschunden genug, wie er ja schon ist, nicht zu den Elfen zurückkommt, werden diese Elfen die Dorfbewohner verfolgen, wenn es sein muss, durch das ganze Land, bis sie jeden zur Strecke gebracht haben. Dann musst du dafür sorgen, dass sie den wiederkriegen. Den Leichnam, ganz genau. Ja. Worauf wartest du noch? Ja, ich... möchte nicht feindselig gegen die Dorfbewohner vorgehen, aber ich befürchte, ich werde eventuell jemand dafür niederschlagen müssen. Es wird sehr große Probleme geben, aber es ist besser, als alle in Borots Hallen wieder zu finden. Wünsche mir Glück, Mutter, und ich gehe dann raus. Sei vorsichtig. Ich tue mein Bestes. Ja, dann sind jetzt alle vom Dorf in dem in der Kapelle oder nur Schmied und Sohn und Heiler? Nee, es haben sich ein paar Leute an der Kapelle versammelt, aber der Leichnam ist ja jetzt beim Heiler halt im Vorzimmer, liegt er irgendwie aufgebahrt. Und der Heiler kümmert sich irgendwie, dass er ein bisschen salbt und die halt die Wunde sauber macht und sowas halt, ne? Was man ja für einen Toten halt tut. Würde ich mich nochmal so leise und unauffällig wie möglich zum Haus des Ältesten begeben. Mhm. Würde hören, ob da drin noch was zu hören ist. An das Fenster versuchen reinzuspähen, ob der Vorhang noch zu ist. Vorhang ist zu, ja. Andere Fenster da, wo man reingucken kann. Ja, du kannst halt in die Stube noch reingucken, aber da ist keiner gerade. Ja, dann gucke ich mal, ob ich... Hintertür gibt es keine, es gibt nur die Tür vorne. Mhm. Das war eine Frage. Ja. Ja, gut. Ja, gucke ich mal, ob die Vordertür nicht verschlossen ist und ob ich da leise reinkomme, ungesehen. Verschlossen ist die nicht. Ja, dann, ja, würde ich mich in dem Haus leise bewegen und immer wieder horchen, besonders auf das Arbeitszimmer, ob da was zu hören ist. Mhm. Groß hörst du da nichts, nee. Auch wenn ich richtig so Ohr auf die Tür halte, höre ich nichts. Mucksmäuschen still. Gut, dann drücke ich ganz vorsichtig den Knauf runter. Mhm. In der rechten Hand den Stab, linken den Knauf runter, würde die Tür ganz langsam öffnen, reinspähen und auch hören. Dann siehst du halt die Elfe auf dem Tisch liegen. Ja, wie aufgebahrt, irgendwie die Kleider entfernt. Also. Ne? Und halt kahl geschoren. Aber Ohren hat sie noch. Ohren hat sie noch, ja. Kahl geschoren und Kleider entfernt. Scheiße. Ist da... Ja, ich reiß den Vorhang runter. Oder guck erst mal raus, ob jemand zufällig gerade vor dem Fenster steht. Nein. Reiß ich den Vorhang runter, wickel sie da ein. Mhm. Und das Fenster, das da rausgeht, ist das an einem anderen Haus oder ist da gerade vom halben Dorf... Das geht quasi auf den Wald zu. Ja, gut, dann muss ich mit ihr da raus und muss sie in den Wald bringen. Mhm. Und kletterst du aus dem Fenster mit dem oder gehst du vorne raus und dann? Nee, ich muss durchs Fenster, klar, sonst okay. Vorne raus. Mit so einem schweren
Gepäckstück, sag ich jetzt einfach mal, platt. Ja, mach mal eine Körperkraftprobe, damit du das irgendwie schaffst, den Leichnam da so ohne Probleme rauszutragen. Körperkraft. Ist das nicht so deine beste Sache? Nein. Ach, ja, um einen Punkt geschafft, eine 9. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann schaffst du das gerade so. Die ist doch schwerer, als du gedacht hast, die Elfe. Ja. Ja, und trägst sie halt zurück in den Wald. Oh Mann, wird das so unangenehm. Die Kleidung von ihr lag auch nirgendwo rum, ne? Nee. Boah, das wird so unangenehm. Die Vollidioten. Ja. Ja, gut. Ich würde sie an einer anderen Stelle ablegen und auch irgendwie mit Gebüsch zumachen und gucken, dass da die Spuren verwischt sind, dass von den Horsten aus dem Dorf die keiner findet. Okay. Ja. Würde mir aber irgendwie ein Zeichen irgendwo an einen Baum machen. Mach aber dann mal eine Verbergen-Probe. Im Wald selbst, oder? Damit du die Spuren verwischst. Ach so, das meinst du, okay, ja. Ja, 9, sehr schön. Nächste Situation, 6, auch super. Und Gewandtheit, 15, super. 8 Punkte übrig, das sind 3 Qualitätsstufen. Okay, ja, dann soll dir das ganz gut gelingen, die Spuren zu verwischen. Mittlerweile ist es ein bisschen zugezogen über den Tag, es ist ein bisschen diesig geworden, man merkt langsam wirklich, dass es Winter wird. Ja. Regen hat eingesetzt und ein bisschen Nebel ist aufgezogen und ja, du triffst halt quasi jetzt in diesen nebligen Wald hinein, während du die Spuren hinter dir verwischst. Gut, dann würde ich einfach mal, wenn die Sicht zu schlecht wird, aus meinem Gepäck eine Öllampe rausholen und würde die, oder eine Laterne rausholen, würde die entfachen. Mhm. Auch in der Hoffnung, dass ich dann besser erkennbar bin für die im Wald. Auch ohne Zweifel, wenn die mich finden wollen, finden die mich und würde halt auch wieder genau mit diesem Singsang der Entschuldigung und was ich heute Morgen schon mal gemacht habe, anfangen. Ja. Ja, dann, wie willst du das anstellen? Gehst du jetzt einfach im Kreis immer oder gehst du noch tiefer in den Wald rein? Oder? Ja, tiefer in den Wald. Ich suche wieder nach irgendwelchen Spuren von wie die Treppe oder irgendwas wie das Windspiel, irgendwas, was irgendwie auf Zivilisation oder an den Leichnam trägst du die ganze Zeit bei dir, ja? Nee, den hab ich ja da versteckt. Den hast du versteckt, okay, alles klar. Genau. Ja. Das ist also, wenn die den von den Elfen finden will, finden die den garantiert, das ist mir klar, aber das halt von diesen Vollhorsten aus dem Dorf, den auf jeden Fall keiner findet. Es war auch tiefer im Wald drin. Ja. Und ich würde meinen Singsang auch einfließen lassen. Tötet mich, wenn ihr wollt, aber hört mich zuerst an. Mhm. Ja, mach mal eine Sinnesschärfeprobe. Gegen Elfen, ja, ich verstehe. Auf 15, das sind dann 4 Runden. Klappt super und das klappt auch super. Das heißt 4 runter, 6, das sind 2 Erfolgsgrade. Dann hörst du ein Sirren in der Luft, das kommt von rechts. Ein Sirren, wie ein Pfeil fliegt durch die Luft? Und als du das gerade noch so überlegst, ein Pfeil, der durch die Luft fallen. Ein Pfeil, der lässt dich gerade noch so fallen und ein Pfeil trifft dich im Oberschenkel und du ein zuckender Schmerz durchfährt dein Bein. Ah! Hört mich an, danach könnt ihr mich gerne töten. Also hört mich an, danach könnt ihr mich gerne töten. Sehr schön, ja. Ja, du musst, fällst halt zu Boden und hältst dir das Bein und und aber ich weiß ja, dass die Pfeile hatten ja keine Widerhaken. Nee, das war ein Latte. Genau, das heißt, den könnte ich rausziehen, aber würde trotzdem mein Bein von oben abbinden irgendwie mit einem Stoff. Was auch möchte bei haben. Und dann guckst du dich so um und panisch und siehst dann mehrere Schemen, die im Nebel hinter den Bäumen stehen und alle mit Pfeilen auf dich also mit Bögen auf dich zielen. Ja, würde dann die Arme ausbreiten und würde halt das, was ich für elfenartige Sprache halte, hört mich zuerst an. Ich komme als Freund.
Würde halt aber keinen Deut einer aggressiven Bewegung machen und auch vom Gesichtsausdruck irgendwie bedauern oder. Eine Gestalt, die ja etwas größer ist als alle anderen, irgendwie in ein Schemen tritt quasi aus dem Nebel heraus und der Schemen formt sich quasi zu einer Gestalt. Und du siehst einen großen Speer mit Trophäen dran und eine grazile, sehr, sehr dünne Gestalt, die hochgewachsen ist mit langen blonden Haaren und smaragdgrünen Augen, die dich böse anfunkeln. Und du hörst ein gesungenes, ja, für dich sehr, sehr melodiöses etwas, was er wohl von sich gibt. Aber du kannst, es klingt, als würde jemand eine Melodie pfeifen oder so. Dann würde ich mal wundersame Verständigung probieren. Ja. Boah. Auf voll verhauen. Dann würde ich gerne einen Schicksalspunkt ausgeben und neu würfeln. Bitte. Genau für solche Fälle hast du sie. Boah, herzlichst. Kannst du auch einzelne Würfel wiederholen, ne? Also wenn du es wegen einem Würfel verhauen hast. Es waren zwei. Jetzt zwei Klugheits geschafft und jawohl, drunter. Das heißt, ich habe noch die vier Punkte. Das heißt, genau den zweiten Qualitätsstufe erreicht. Mhm. Also gut, ist ja egal, beim Zauber ist ja immer noch Sprachlevel 1, egal ob ein oder zwei Qualitätsstufen. Gut, dann hörst du ihn sprechen in einer immer noch melodiösen, die Stimme hat immer noch einen melodiösen Klang und du hast so das Gefühl, als würden zwei Leute sprechen mit dir. Und was willst du in unserem Wald, Mensch? Ich möchte das fürchterliche Verbrechen, das gestern Nacht geschehen ist, aufklären. Wie heißt du, Mensch? Und warum sprichst du unsere Sprache? Mein Name ist Nasir. Ich bin ein Geweihter des Gottes Aves, dem Gott der Reisenden. Ein guter Gott in der Welt der Menschen. Und dieser Gott gibt mir so etwas wie Zauber, würdet ihr es nennen. Und das erlaubt mir, kurze Zeit eure Sprache zu sprechen. Ihr habt vorher bemerkt, dass ich sie nicht konnte und nur die Menschensprache. Ich möchte mich mit euch verständigen, um die bedauerlichen Ereignisse, die geschehen sind, zu besprechen. Es hat bereits genug Tote gegeben. Jetzt werden wir die Arme schwer. Wir kennen dich, Nasir. Du warst schon öfter hier. Ja, ich bin ein Wanderer. Ich bin neugierig. Ich nahm an, dass mehr als nur Tiere in dem Wald leben. Du hast die alten Verträge verletzt, indem du den Wald betreten hast. Hast du die Zeichen nicht gesehen? Welche Zeichen? Ich komme nicht von hier. Wie es damals festgelegt wurde mit den Rosenohren, haben wir Zeichen versehen, damit niemand den Wald betritt, der uns gehört. Welche Zeichen? Ja. Er sagt, sie spricht nur von Zeichen. Ja, es tut mir leid, ich kannte die Verträge nicht. Wahrscheinlich kennt sie niemand. Genau, ich bin einfach meiner kindlichen Neugier nachgegangen. Ich wollte nichts Böses. Allerdings meinte einer der jungen Menschen aus dem Dorf, dass es für ihn eine Art Mutprobe wäre, selbst den Wald zu betreten und versuche das jetzt runterzuspielen, obwohl ich ja weiß, was passiert ist. Und innerlich vielleicht gern würde, dass sie den umbringen, aber nein. So hinreißen lassen darf ich mich nicht. Ich bin ja immerhin ein Geweihter. Es ist ein Unglück passiert. Mehrere junge Menschen aus dem Dorf. Sie haben Lauriel Feuerblatt getötet. Richtig. Und entführt. Das ist auch richtig. Dafür schäme ich mich, dass solch unintelligente
Handlungen von Wesen meiner Spezies ausgeführt werden. Unsere Götter werden nicht nur, dass ihr die Verträge verletzt habt. Ihr habt auch noch Blut vergossen in unserem Wald. Ihr habt das Glied gestört aufs Äußerste. Ihr habt einen Teil des Liedes entfernt. Und zwar mit Gewalt. Ihr Rosenohren habt den Vertrag gebrochen. Nun werdet mit den Konsequenzen leben müssen. Was sind die Konsequenzen? Der Vertrag ist null und nichtig. Verlasst diese Stelle. Ihr habt 5 Stunden Zeit. Welche Stelle? Eure Lagerstelle. Ah. Geh und zu übermitteln deinen Freunden. Es sind schwer Verletzte dort, die nicht reisen können. Die ihr Leben verlieren würden, wenn sie reisen müssten. Ihr seid doch so klug, schimpft euch doch so klug, Rosenohren. Euch wird ein Weg einfallen. Und wenn... Aber ich bin nicht so, ich gebe euch bis zum Abend Zeit. Wenn die Rosenohren... Jeder, der am Abend noch im Dorf ist, ist des Todes. Ich verstehe. Es ist kein wirklicher Trost, aber trotzdem kann ich euch gerne den Leichnam eurer Schwester übergeben. Die Natur soll ihn haben. Sie muss zurückkehren in das Licht, aus dem sie geboren wurde. Ihr habt keine Art von Begräbnis, Ritus, Bestattung der Toten, Ehrerbietung? Ihr lasst die Leichen dort liegen, wo sie starben? Warum sollten wir sie beerdigen? Das ist Brauch bei den Rosenohren. Gut, ich kenne eure Bräuche nicht. Und er schüttelt mit dem Kopf. Es ist für mich schon Ehre genug, dass ich überhaupt jemanden eurer Rasse kennenlernen durfte. Und ich habe jetzt nur OT den Namen vergessen. Wie hieß die Elfe? Lauriel Feuerblatt. Es schmerzt mich sehr, dass ich nie gelegen hatte, Lauriel kennenzulernen. Sie war bestimmt eine Blume eures Volkes. Sie war Teil des großen Liedes. Und dort und es eine wird nun auf Ewigkeiten Verstimmungen geben in unserem Lied. Und dort sicher eine wichtige Melodie. Es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Niemand wird das Lied mehr so spielen können wie gestern. Ich verstehe. Ihr habt mein aufrechtes Mitgefühl und mein... Nun geh! Entschuldigung dafür. Und er wendet sich um und verschwindet wieder im Nebel. Ja, er würde dann auf meinen Stab gestützt davon humpeln. Ja. Ja, und die ganzen anderen Schemen um dich herum verschwinden auch. Aber immer noch hast du das Gefühl, du würdest beobachtet. Na klar, die wären ja doof, wenn sie es nicht machen würden. Die Nossis des DSA. Zumindest im Wald. Ja, definitiv. Nur hübscher. Ja. Ja. Gut. Dann ist ja jetzt erstmal jeder sich selbst der Nächste. Ich würde als erstes meine Mutter, beziehungsweise aus dem Wald rausgehen, mich da erstmal hinsetzen, versuchen, einen Heilsegen auf mein Bein oder einen Heilsegen auf mein Bein zu sprechen. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ein Heilsegen kostet 5, ne? Ja. Ich glaube schon. Müssen wir selber mal gucken. Ich hab's gerade nicht hier. Ich meine, die kleinen Segen kosten generell immer 5. Los Problemos. Den ersten Heilsegen habe ich ja gestern Nacht gewirkt. Mhm. Habe ich über Nacht wieder Karma regeneriert? Ja, natürlich, natürlich. Ah, weil wenn nicht, kann ich den jetzt nicht wirken. Die wundersame Verwendung kostet 8, der kostet 5 und ich habe 20. Mhm. Das heißt, ich wäre jetzt wahrscheinlich gerade so irgendwie auf 0. Ja. Okay, das kann man hier nicht eintragen. Musst du dir irgendwo anders notieren. Ja, schade. Gut, dann auf zum Heiler, auf zu meiner Mutti. Mhm. Ja, würde da reingehumpelt kommen. Mutter, oh, was ist Mutter? Passiert? Die Elfen. Es ist zu spät. Ich habe alles versucht. Sie wollen Rache für den Tod ihrer Sippen,
Gefährtin. Was? Sie geben uns bis zum Abend Zeit, das Dorf zu räumen. Danach fließt Blut. Es tut mir leid, ich habe versagt. Was soll das bedeuten, bis heute Abend? Das, was ich gesagt habe. Die Person, die sich heute Abend, ich nehme an, nach Dunkelheitseinbruch noch in dem Dorf befindet, wird sterben. Haben sie uns den Krieg erklärt? Sozusagen. Und jetzt? Wir müssen fort von hier. Ob mit oder ohne die Dorfbewohner, steht erstmal noch im Raum, das werde ich ansprechen, aber wir müssen fort von hier. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir sagen müsste. Wir müssten noch unser dein ungeborenes Enkelkind mitnehmen. Bitte was? Ich werde Vater. Ich weiß, es ist nicht die beste Zeit, darüber zu reden, aber du weißt. Ja. Dann kümmere dich darum, dass wir möglichst schnell aufbrechen können. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so schnell. Nun, du wirst auf einem Esel reiten, den wir nicht haben. Gut. Wir appellieren an die weibliche Vernunft, ich muss zuerst zur Bäuerin. Ja, der Heiler hat übrigens mitgehört und auf dem Weg nach draußen spricht er dich an. Was habt ihr da eben mit Krieg und so? Ich werde es später auf dem Dorfplatz verkünden. Wie ich heute Morgen sagte, haben Mitglieder dieses Dorfes eine Elfe getötet. Dafür haben die Elfen Blutrache geschworen. Jeder, der sich nach Abend noch im Dorf befindet, wird dahin gemetzelt, wie ich es prophezeit habe. Okay. Ihr müsst das Dorf verlassen und euch eine neuere Bleibe suchen. Aber das ist unser Dorf, schon seit Generationen. Unzählige Generationen. Weiß ich, dass Elfen so alt werden? Oder? Du hast vorher ein paar Elfen mal gesehen, aber... Ja, aber okay, ich habe kein Allgemeines mehr. Dann, Kannst du mal eine Probe machen auf, was macht man da? Sagen und Legenden? Sagen und das ist gut. Sagen und Legenden ist gut. Da habe ich sogar ein bisschen schon wieder Klugheit. 10. Ja, erinnerst du dich, dass dein erster Klugheitswert nicht so war? Die hätte ich jetzt beide schon verkackt. Jetzt habe ich sie gerade so verstanden. Intuition. Ah, jawohl, perfekt. 5 Punkte übrig, das heißt 2 Qualitätsschuhe. Ne, doch, ja, 2 Qualitätsschuhe. Ja. Ja, du hast da was gehört, dass die unglaublich alt werden können. Und dass die sich quasi selber aussuchen, wann sie sterben. Also es sei denn, sie gehen halt gewaltsam. Ich bin kein Experte für Elfen und habe nur kurz mit ihnen heute gesprochen, aber soweit ich weiß, ist ein Elfenleben so lang wie viele, viele Menschen leben. Die Elfe, die getötet wurde, könnte schon eine reife Frau gewesen sein, während ihr Urgroßvater dieses Dorf betreten hat. Und dieses Geschenk der Götter quasi unendliches Leben wurde durch junge Tölpel aus diesem Dorf barbarisch beendet. Sie wollten sich schänden und haben sie dann getötet. Möge Praios die Strafe. Ach, mein Gott, tut sowas normalerweise nicht. Vielleicht müssen wir einfach nur Hilfe holen. Tut, was ihr wollt. Ich habe meine Hilfe heute Morgen schon angeboten. Ihr habt sie alle abgelehnt. Ihr habt den Göttern den Rücken. Und ich spiele jetzt einfach mal hart. Ja, er wirkt so ein bisschen verzweifelt und lässt sich dann gehen. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, auf zur Bäuerin. Mhm. Ist die allein anzutreffen oder ist der Bauer in der Nähe? Ja, die sitzen alle versammelt in der Stube. Scheiße. Weil die sollen ja im Haus bleiben. Hat wer gesagt?
Ja, hat der Schmied gesagt, bis weiteres geschieht, sollen sie im Haus bleiben. Ja. Jetzt haben wir echt ein Problem, wenn der Alte dabei ist. Wie schwer wollen wir es dem Spieler machen? Ja, okay. Ja, dann trete ich in die Stube. Guten Abend, Familie Binsenkamm. Guten Abend, Nasir. Ja, ich humpele umso mehr und habe ja immer noch das Blut, das mein Bein runtergelaufen ist. Oh, was ist dir passiert? Und dann Anna. Und singt zu. Schaut der Bauer mich auch an? Ja. Bisschen grimmig, wie immer. Ja, wie immer, nochmal. Also fast interessiert für ihn. Mhm. Gut. Ja, ich schaue ihn ernst an. Das ist eingetreten, was ich heute Morgen schon befürchtet habe und auch dem Dorf offen verkündet habe. Die Elfen wollen Blutrache. Ich kam nur knapp mit dem Leben davon. Sie haben mich verletzt als Boten ins Dorf geschickt und ihr sollt es als erstes erfahren, Bauer, weil ihr so gütig zu mir wart. Soll was erfahren? Die Elfen geben den Dorfbewohnern eine Frist bis heute Abend, um das Dorf zu verlassen. Wer danach noch im Dorf ist, wird hingerichtet. Ich soll meinen Hof verlassen? Es ist mein Ruin. Wenn nicht, ist es euer Tod, Bauer. Sein Hof und sein Heim zu verlieren ist schwer. Wo sollen wir denn hin? Ist endgültig. In Borons Hallen gibt es keine Weiden, die ihr bestellen könnt. Kein Vieh, das ihr kaufen und verkaufen könnt. Dort gibt es nur schwarze Leere. Diese verdammten Elfen. Nein, die verdammten, jungen, dummen tun nicht gut aus diesem Dorf, die erst die Elfe vergewaltigen wollten, dann getötet haben und dann aus dem Wald entführt haben, um ihre Schandtat vor den Augen der Götter zu verheimlichen. Die haben den Tod über euch gebracht. Sie hätten genauso gut eine Orkin töten können. Die hätten euch auch getötet. Auch Torvaler hätten diese Rachgelüste. Jedes vernunftbegabte Wesen, wenn man einen ihres Volkes tötet und schänden will und tötet und dann noch den Leichnam entführt. Ihr würdet doch auch auf Rache sinnen, wenn das eurer Frau oder eurer Tochter passieren würde. Dorfgemeinschaft hin oder her. Ihre Naivität hat euch alle den Tod ausgeliefert. Wir müssen unser Vieh mitnehmen. Das wird viel länger dauern als bis heute Abend. Das kriegt mir nicht alles hin. Heute Abend oder euer Leben. Entscheidet. Los, Frau, packt das Nötigste zusammen. Ja, geht der Bauer raus? Ja. Oder geht die Frau raus? Der Bauer geht raus, ja. Und die Frau halt auch, weil sie soll ja packen. Ja. Ja, ich würde dann zur Emma sagen, los. Enna. Deine Sachen. Ja. Enna. Entschuldigung, Enna. Los, pack deine Sachen, wir müssen verschwinden. Ich hab sie schon gepackt. Du bist... Und dann so ein Strahl auf dem... Also, ganz kurzes Lächeln, du bist ein Engel. Bist ja. Du bereit, deine Familie zu verlassen? Du wirst sie wohl nie wiedersehen. Ich wollte schon immer weg hier. Du bist ein großes Mädchen. Ja, gut, ich würde dann die... ich muss noch etwas klären. Ich würde dann die Mutter aufsuchen. Mhm. Ist die jetzt alleine? Die Mutter, ja. Ja. Feenholde. Ja. Packt, während sie mit dir redet. Ich habe nicht alles erzählt. Bis dahin ist alles korrekt. Ihr müsst alle das Dorf verlassen. Aber es gibt noch eine kleine weitere Hürde zu nehmen, in der ich um dein Verständnis bitten muss. Ja? Inna kann Boromir nicht mehr heiraten. Wieso nicht? Sie trägt ein Kind von mir unter ihrem Herzen. Was? Das ist ein totales Entsetzen so in ihrem Gesicht. Da Boromir schon die Elfe versucht hat zu vergewaltigen und getötet hat, tut es mir leid, aber ich werde seinem ignoranten Zorn und seiner Mordlust nicht Emmas Zukunft überlassen. Und wenn ich selbst dafür töten muss.
was mich meine Position in meiner Kirche kosten würde. Und wahrscheinlich den direkten Fluch der Götter. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ja, das wird meinem Mann nicht gefallen. Natürlich wird es deinem Mann nicht gefallen. Aber sag mir eine Adresse. Verlieren nicht nur Haus und Hof, sondern jetzt auch noch die Stellung im Dorf. Gut, es gibt überhaupt kein Dorf mehr. Das Dorf, richtig, das Dorf ist hin. Wenn ich Emma jetzt zurücklasse, wird sie entweder verstoßen oder sterben. Wenn ich sie mitnehme und für sie und das Kind sorge, bis ein paar Jahre ins Land gegangen sind und wir zurückkehren, wo auch immer ihr dann sein werdet, ist Boromir schon verheiratet und die Sache sieht anders aus. Ja, du hast recht. Ich hoffe, ihr versteht das als Mutter. Ich bin auf deiner Seite, Nasir. Ihr habt meinen ewigen Dank auf eurer Seite und meine täglichen Gebete zu dem großen Zugvogel in Alvaran werden euch einschließen. Und trotzdem muss ich euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. Meine Mutter ist auf keinen Fall fähig zu gehen. Wir bräuchten irgendein kleines Reittier, auf das ich sie draufbinden kann, um die Stadt zu verlassen. Habt ihr einen Esel oder irgendetwas? Ja, wir haben den Karren. Da werden wir unser Hab und Gut draufladen. Richtig. Dann müssen wir Sachen hier lassen, wenn sie da noch Platz drauf finden soll. Niemand anderes im Ort einen Esel, der euch etwas schuldet, den ihr fragen könntet? Der Schmied. Wenn so schuldigt, aber wenn wir jetzt alle zusammenreisen und ja, nicht, dass ich mich in eine Frau, die in einem gewissen Zustand ist, reinversetzen könnte, aber eben gemäß dem Fall, dass mit Emma die Gefühle durchgehen und sie Boromir anschreit, werde ich sowieso nicht heiraten. Ich habe schon ein Kind von einem anderen, wird die Sache eskalieren und wir werden auf dem Weg sterben. Deswegen müssten sich unsere Wege jetzt schon trennen. Jetzt schon? Es tut mir leid, wirklich. Ich habe das nicht gewollt und ich wünschte, es könnte es ändern, aber ja, auch wenn es 9-mal klug klingt, aber es ist einfach das Beste. Ja. Alles andere ist eine zu große Gefahr. Du redest auf sie ein und deine Argumentation wird unterbrochen von dem Glockenschlag vom Marktplatz. Also vom Glocke wird Alarmglocke wird geschlagen. Ich hoffe, das sind man nicht die Elfen. Nö, es ist noch ein bisschen Zeit bis Abend. Ja, eben, deswegen. Na gut, aber das macht ja keinen Sinn. Die kann ja ihrem Mann niemals erklären, die brauchen jetzt den Karren oder wir brauchen den Karren Frau. Ja, notfalls, wenn es hart auf hart kommt, muss ich sie tragen. Klaust du den Wagen einfach. Ja, nee. Dann ich bin ja kein Fechtdiener. Ich glaub, der Vater deines Gottes. Ja, ne? Schon, aber selbst die würden da, also das Fechtdiener würde das auch nicht machen, in so einer Situation in einer fliehenden Familie den Wagen klauen. Also es ist schon Dämonenwerk. ja, notfalls muss ich sie tragen. Muss ich mir irgendwie so einen Schrankrucksack, gibt es ja, also so einen Holzrucksack, ja, wo ich sie draufsetzen kann. Und dann muss ich mich halt abquälen, wir müssen viel Pause machen, aber wir müssen hier weg. Ja. Über Toll können wir uns später noch Gedanken machen. Ja, gut, aber dann seht zu, dass ihr schnell packt. Je eher ihr fertig seid, desto größer sind eure Überlebenschancen. Ja. Und ich bin dabei. Ja, dann würde ich zur Glocke rennen. Ah, keine 2 Minuten Ruhe heute. Nee, das reicht nicht, als du dann nach außen trittst, denn du siehst, dass sich mehrere von den Männern im Dorf versammelt haben mit Dreschflegeln und Heugabeln und natürlich, Fackeln. Natürlich. Und ja, und du siehst den Schmied, wie er auf dem Stein steht, auf dem du eben gestanden hast. Und ja. Die Elfen haben uns den Krieg erklärt und wollen uns aus unserem Dorf vertreiben. Wir werden ihnen zeigen, wer das richtige Finsterwäldler sind. Sollen sie doch kommen! Ja. Ja, ich würde mal dazugehen und entschuldigt. Alter Hasenrat, ihr wollt die Elfen angreifen.
Wir werden ihn den Kampf zu unseren Bedingungen führen. Wir stecken den ganzen verdammten Wald in Brand. Natürlich. Das hilft, definitiv. Ich wünsche euch viel Glück, auch wenn ich nicht an euer an das Gelingen glaube. Ihr wollt mit so etwas wie Feuer Wesen bekämpfen, die seit vielen menschlichen Generationen als lautlose Jäger jagen. Ihr werdet alle in euren Tod rennen. Aber tut, was ihr nicht lassen könnt. Ihr habt schon verneint, die Frevler zur Rechenschaft zu ziehen, die eine Elfe im Wald vergewaltigen wollten und getötet haben, sie dann ins Dorf geschleift haben, das Haus des Ältesten, sie dort entstellt haben, damit man sie nicht wiedererkennt. Ihr seid sowieso alle schon verdammt. Keiner der Götter mehr wacht über euch. Solange ihr so etwas in eurer Mitte duldet. Ja, die Männer sind zu angestachelt, um deinen, ja, klar. Deinen Worten, ja, war mir klar. Deinen Worten groß Folge zu leisten. Und ja, der Schmied hat halt das einzige vernünftige Waffen, das siehst du auch, ne? Ja, und sein klar. Sohn halt und der anderen halt geht wirklich so bauernmäßig. Ja, klar, die gehen alle jetzt auf den Waldrand zu. Auch wenn das jetzt nicht wirklich heldenhaft ist, aber für meine Situation perfekt. Ja, inklusive dem Heiler und ja. Eigentlich das, fast das ganze Dorf, die Kinder und, ja. Die alten Frauen bleiben zurück. Selbst ein paar. Ach, ich jüngere, wollte sagen, die gehen auch mit. Nee, ein paar jüngere Frauen gehen halt auch mit und schwingen irgendwie Pfannen und keine Ahnung was. Ja. Ja. Und haben irgendwie, sie haben teilweise auch irgendwie Schleudern und Bögen und sowas mit irgendwie. Ja, wenn ich irgendeine junge Frau, die ich vielleicht auch schon mal irgendwie nett angesprochen habe, sehe. Ja, die eine von den Freundinnen von Enna. Ja, genau, würde ich schon mal Hand auf die Schulter legen. Ich wünsche dir viel Glück und ich werde deine Einfahrt in Borons Hallen in meinen Liedern betrauern. Und geht weiter. Du kriegst so einen ganz komischen Blick. Und ja, der Pöbel zieht gen Wald. Der Pöbel zieht gen Wald. Dann inklusive auch dem Bauern übrigens. Der ist auch dabei. Wird von seiner Frau hinten am Arm festgehalten, aber zieht mit dem Pöbel mit. Ja. Dann läuft sie später dann zu dir hin, also Anna läuft dann zu dir hin und tu was, er läuft mit dem Pöbel mit. Die machen es noch schlimmer, als es eh schon ist. Sie werden sterben. Was machen wir jetzt? Lieder ist seines Glückes Schmied. Wenn du dich dazwischen stellst, wirst du entweder am Pfeilhagel oder am Feuer sterben. Hör auf, in Rätseln zu reden. Sag mir, was ich tun soll. Wir können im Moment nur noch unser Leben retten. Die Elfen haben Rache geschworen, die Menschen sind blind vor Hass. Blut wird fließen. Ja, und so nimmt es dann seinen Lauf und ja, die ersten Gefechte kann man hören vom Waldesrand. Echt, da gibt's Gefechte? Ich dachte, da gibt's einfach nur tote Dorfbewohner. Pff, ja, so ganz ohne sind da so ein paar Jäger, die dabei sind, auch nicht. Und auch der Schmied, okay, und sein Sohn sind schon durchaus kampferprobt. Allerdings, die Elfen haben jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass sie angegriffen werden. Das ist richtig. Gut, und man hat auch irgendwie Feuer gelegt am Wald und so weiter und es gibt schon kleinere Gefechte und man hört Kampfeslärm schon irgendwie von da. Also es ist nicht ein Niedermetzeln komplett. Oder? Ja. Und was macht ihr währenddessen? Ihr macht den Wagen bereit. Ja, seelenruhig ist ein anderes Wort. Ja, ich würde... Obwohl, das ist jetzt natürlich eine ziemlich miese Situation, wenn der Bauer fällt. Wow. Oh, stimmt ja. Nun, Feenholde, es ist natürlich deine Entscheidung. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu tun oder zu lassen hast. Ihr habt natürlich einige erfahrene Kämpfer und Jäger im Dorf, aber es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich glaube nicht, dass sie gegen die Elfen eine Chance haben. Ich habe ihn versucht aufzuhalten. Er war total irre. Er will seinen Hof nicht verlieren. Richtig. Die Menschen klammern sich immer an das, was sie haben, weil sie das Neue fürchten. Sie können das Ungewisse nicht umarmen und die Chancen sehen. Schüttelst den Kopf und kommen die Tränen. Es ist deine Entscheidung.
pack das Nötigste zusammen und wir nehmen dich mit und kehren in ein paar Tagen wieder und schauen, wenn die Menschen besiegt haben und das Dorf noch bewohnt ist, verhelfe ich dir, den Wagen zurückzubringen. Ich kann nicht, Nasir, ich kann nicht. Nehmt den Wagen und geht. Du wirst sterben. Dann wollen es die Götter so, aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Das ist erst mein Mann. Du hast den Heiligen Eid geschworen, das verstehe ich. Und, ich habe zwar keine offizielle Zeremonie hinter mir, aber ich habe auch einen Schwur abgelegt, dass ich nicht nur meine Mutter, sondern auch deine Tochter beschützen und für sie sorgen werde. Und ich würde beide ihre beiden Hände greifen von der Mutter und ein kurzes Stoßgebet sprechen, dass der Wacher über die Reisenden über sie wacht. Und würde dann, gut, dann brauche ich dem Schmied auch den Esel nicht zu klauen, dann würde ich wirklich den Karren nehmen. Ist der irgendwie so, Einführungszeichen, gut ausbalanciert, dass die Tochter auch drauf sitzen kann? Ihr könnt beide vorne auf dem Kutschbock sitzen und irgendwie hinten ist eine große Ladefläche, die wäre sonst halt vollgepackt gewesen. Achso, ich dachte, es wäre ein Handkarren. Nee, es ist ein Pferdekarren. Hoppe. Ach, das ist ja Luxus. Ja. Ich würde sie nochmal lächeln angucken. Ich weiß, ich bin unverschämt, aber habt ihr noch eine Kleinigkeit für unterwegs? Sie grinst und gibt dir noch so ein Proviantpaket mit irgendwie. Ja. Ich verspreche, dass ich hungern werde. Hauptsache Emma und das Kleine haben etwas. Ja, und während der Kampflärm von der einen Seite noch vom Waldrand herüber klingt und die Todesschreie einiger Menschen an eure Ohren klingen und Anna auf dem Coachbock neben dir sitzt und sich die Ohren zuhält. Vielleicht wird's auch mal haben. Hinter dir die Vogelmutter sitzt und irgendwie ganz betreten irgendwie ins Leere guckt, einfach nur. Ja. Verlasst ihr auf der anderen Seite das Dorf, ja? Hätte beim Heiler eventuell noch irgendwas von der Salbe, die ich gesehen habe, die hier drauf wird, mitgenommen, hätte das Geld da liegen lassen. Also ich wollte ja nicht klauen. Ja. Die Elfen haben keine Verwendung für das Geld, falls sie das Dorf wieder machen. Ja. Und würde dann wahrscheinlich schon bald in die Nacht hinein reiten. Ja, es dämmert jetzt langsam und ihr fahrt halt irgendwie dann hinfort. Und bald ist auch hinter den nächsten Biegungen das Dorf hinter euch verschwunden. Ihr umrundet den Finsterwald und meint gerade irgendwie die Geräusche und schlechten Sachen irgendwie hinter euch zu lassen, als Pfeile einschlagen auf euren Fahnen. Von rechts und von links aus dem Wald. Gut, ich nehme an, ich kann mich nicht an die Elfensprache erinnern. Du kannst schon, aber du kannst sie nur nicht sprechen. Ja, ja. Würde die Hand hochhalten. Wir verlassen das Dorf. Wir haben euch nicht angegriffen. Krieger stürmen aus dem Wald heraus. Ja. Und greifen euch an. Zeit für Initiative. Elfenkrieger. Ja. Ah, ich wollte dir nochmal sicher gehen. Kann ja sein, dass es auch Krieger, wusst ihr nicht. Nee, die aus dem Dorf sind. Ich traue denen alles zu. Den Handeln. Nein, die sind so gut wie hin. Ja gut, aber... Na naja, gut. Initiative. Ja. Die wird auch mit einem W20 gewürfelt oder mit einem W6? W6. Ja. W6. Mhm. Damit du auch mal gekämpft hast hier. Ja, super. dann habe ich 21. 21, ja, dann bist du auf jeden Fall vor allem dran. Also es stürmen drei Krieger von vorne und zwei von der rechts und einer von links auf euch zu. Ich habe gemessen an ihrer Geschwindigkeit habe ich keine Chance, dem Tier die Sporen zu geben, sodass wir den wegreiten. Kannst du machen, du weißt, dass sie halt Pfeile und Bogen haben, ne? Ja, aber ich kann auch nicht so viele abhalten, das heißt, es würde ein blutiges Ende geben für uns alle. Ja. Selbst wenn ich sie alle töten könnte, gäbe es ein blutiges Ende für die beiden Frauen. Kannst du gerne die Sporen geben. Ja. Ach,
das Einzige, was mir gerade sinnvoll einfällt. Okay, dann gibst du die Sporen. Und würde dann... Mach mal eine Fahrzeuge-Lenken-Probe. Fahrzeuge-Lenken. Müsste es gleich noch geben. Oh ja, hab ich sogar. Charisma, ist ja lustig. ja, drunter. Fertigkeit. Oh ja, komm. Daddy needs new sugar. New shoes. verdammt, ist das verloren. Fahrzeuge, Konstitution. Ah, ja, gerade so ein über eine Qualitätsstufe. Dann schaffst du es, dass das Pferd halt auf dem Weg zu halten und du reitest quasi die beiden Krieger nieder, die vor euch auf dem Weg sind. Ich würde über das Gerumpel und das Gewiere und das Geschreie immer anschreien, kannst du einen Wagen lenken? Nein! Verdammt! Ja, dann sonst wäre ich abgesprungen, hätte Krieger aufgehalten, Hauptsache die Mädels überleben, aber dann muss ich. Ja. Mutter, kannst du da hinten Deckung finden? Wo soll ich mich denn hier verstecken? Dann halt irgendein Brett vor dich oder so. Oder einen Rucksack oder irgendwas. Legt sich flach auf den Boden. Ja. So, und die ersten Pfeile schlagen ein. Ja. Jetzt muss ich noch auswürfeln, wen sie treffen. Die beiden, die treffen. Ja. Wir spielen nicht Cthulhu, ne? Die SA überleben doch immer alle gut. Ja, du bist beschäftigt mit dem Fahren. Ja. Ja, und fährst und guckst dich kurz um und hinter dir laufen zwei Krieger hinter euch her. Und haben den Bogen gezückt und schießen. Und mach mal eine Ausweichenprobe. Also ein Ausweichentest einfach nur. Mit dem Wagen. Nein, mit deinem Kopf. Achso, ich. Okay. Ja. Hab ich geschafft. Ich würde mich dabei bei der Zurückgucke auch umgucken. Ist jemand getroffen? Also deine Mutter ist nicht getroffen. Guckst du dich dann an die Seite und du siehst, dass ein Pfeil aus dem Rücken ragt von Enna. Ja gut, dann hat die gar keine Chance mehr. Sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, scheiß drauf, die muss den Wagen ein bisschen weiter lenken. Ist auch so in sich zusammengesackt. Und das sind jetzt noch was? Zwei Zwei Leute, die hinter euch herlaufen, ja. Zwei hast du überfahren, einer war irgendwie an der Seite, den siehst du gerade nicht, und zwei laufen hinter euch her. Einer war an der Seite, okay, es sind aber drei. Das heißt, zwei könnte ich irgendwie noch überraschen und irgendwas machen, aber Anna ist zusammengesagt. Ja, aber jetzt großartig hier anfangen, eine Tasche aufzumachen und Lampenöl rauszuholen und Molotow bauen beim Fahren, ist halt nicht drin. Jetzt kann ich halt nur sagen, weiter oder oh Mann, das Flucht. Wird tragisch. Ja, das wird tragisch. Fahrzeuge lenken. Ja. Moment, da muss ich nochmal ein Blatt weiterschalten. Boah, jetzt fange ich echt an, langsam zu schwitzen. Das ist ein bisschen spannend. Ja, hat's geschafft. Charisma, oh, ganz knapp. Voll versemmelt. Nein. Okay. Ja, dann fährst du. Könnte ich schon mal Glückspunkt einsetzen. Du könntest noch einen Schicksalspunkt ausgeben. Dann mache ich letzte. Oh, nee. Das Schicksal sagt nein, da wo ich eben nur einen Punkt drüber war, habe ich jetzt 20. Okay, das ist ja so ein Patzer, ja? Ja, richtig. Insgesamt. Also bei Fertigkeitspatzer ist ja erst, wenn du 22 hast, aber. Ja. Okay, also nur der eine Würfel ist ein 20. Okay, alles klar. Gut, dann kommt der Wagen so ein bisschen in Schlingern. Und die nächste Pfeilsalve kommt und diesmal kannst du nicht ausweichen, dann weil du halt versuchst den Wagen gerade zu halten und dein Pferd wird getroffen und du wirst auch getroffen für 8 Trefferpunkte. Für 8 Trefferpunkte? Mhm. Ich habe ja keine Rüstung. Dann hast du wahrscheinlich jetzt auch irgendwo einen Pfeil stecken. Gut, müsste ich jetzt in derzeitigen Situation, glaube ich, einfach mit leben.
Ja, und das Pferd halt wird vorne merklich langsamer. Ach so. Ja, dann bleibt ja quasi nichts anderes übrig, als bevor ich jetzt langsam weiterfahre und die noch hinten auf den Wagen sprengen, den Wagen zu stoppen, den Pfeil noch irgendwie abzubrechen und in den Kampf zu gehen. Mhm. Na gut, dann stoppst du den Wagen und stellst dich zum Kampf. Dass die Reise endet. Für wen auch immer. Ja. Eine Pfeilsalve kommt noch. Trifft nochmal das Pferd. Das läuft jetzt nicht mehr weiter. Und auch du wirst nochmal getroffen, wenn du nicht ausweichen kannst. Nicht ausweichen kann, aber ja, 5. Okay, einmal. Matrix-Style. Ja. Weichst du den Pfeil aus und dann machen wir nochmal einen Initiativewurf. Ja. Für die neue Kampfsituation. Jawohl! Jawohl, das sind 24. Ja, dann bist du als erstes dran. Bam. Wie weit ist denn der nächste Gegner von mir entfernt? Der ist ungefähr, ja, wie viel Geschwindigkeit hast du? Ich habe Geschwindigkeit. Moment, ich sehe gerade. Ah, da, 9. Dann wird er so. Aber ich habe auch noch. Sekunde. Würde so 10 Meter weg sein ungefähr. Ich habe auch noch flink. Das heißt, auf kurze Distanzen habe ich, glaube ich, sogar dann 10. Ja. Also könntest du ihn mit einem Sturmangriff erreichen. Ja, müsste ich. Es war eigentlich die falsche Taktik für ein Florett. Mhm. Aber mache ich dann. Ich habe jetzt irgendwie das Ziel, die beiden zu schützen. Das heißt. Ich müsste mit einem Schlag mit der Forette die Bogensehne durchtrennen, dass die nicht mehr auf die Frauen schießen können, sondern mich im Nahkampf stellen. Ja, und da genauso würde ich auch vorgehen. Ja. Und ja, der Angriff hätte getroffen. Ja. Der Elf kann glücklich, nicht glücklich parieren, aber pariert also, ne, also mit einer 1. Hat aber die 1 nicht bestätigt. Ach, du machst bestätigt, okay, ja. Mhm. Hat ja. Halt so ein großes Messer gezogen, das so ein bisschen aussieht wie ein Haumesser. Ja. Vielleicht eine säbelartige Waffe, sowas hast du noch nie gesehen. Ja. Ja, dann. Gut, dann ist der Elf jetzt dran. Trifft nicht. Und der zweite Elf trifft dich. Darf ich nochmal ausweichen, oder? Kannst ausweichen oder parieren, ja. Wie du möchtest. Ich weiche aus. Okay. Gut, dann noch eine Pfeil. Ja. Und du bist wieder dran. Ist der dritte jetzt schon dabei? Der ist halt irgendwo dabei. Gut, dann, ja... Muss ich nochmal versuchen, die... haben die Bögen jetzt fallen lassen, weggesteckt? Die haben die fallen lassen, die liegen auf dem Boden und haben halt diese säbelartigen Messer gezogen. Das ist dann schade, aber dann muss ich den Elfen direkt angreifen. Jawohl. Eine 1. Yay, und bestätigen. Bestätigen das unter den halben Wert würfeln, oder? Nee, ganz normal treffen. Ganz normal. Boah, aber ganz genau. Okay, dann ist mein Paradewert halbiert. War ja sowieso, aber ich habe eine 2 gewürfelt. Boah, wie mies. Ja. Okay, dann der erste Elf trifft nicht, zweite Elf trifft. Ausgewichen. Okay. Und jetzt kommt wieder der lange DSA-Kampf. Ja. Okay, du bist wieder dran. Und wenn ich es richtig verstanden habe, darf man in der 5. Edition ja auch mehrmals parieren oder mehrmals ausweichen. Ja. Wenn man halt verzichtet, glaube ich, ja. Ach so, weil ich. Na egal, können wir ja nachher nochmal klären. Ja. Ja, hätte getroffen mit einer 10. Okay. Ja, pariert nicht. Ja. Dann darf ich das erste Mal diesem Charakter Schaden machen. Yay. Jawohl. 10 Schadens- oder Trefferpunkte. 10 Trefferpunkte. Oh, ja.
Ja, der heult auf und hast ihm deutlich Schmerzen zugefügt, als dein Rapier ihm, wo hast du hingestochen? Genau, ich habe zwar keinen gezielten Stich, aber ich würde zumindest versuchen, seine Kampfhand zu verletzen, dass einer so schnell wie möglich Kampfhand spielt, weil mit zwei Nahkämpfern und einem Schützen habe, bin ich halt, ist eine Frage von Tick-Tack. Genau, und dann hast du ihm halt so in den Oberarm gestochen. Und dann lässt halt seine Waffe fallen, also das ist ganz klar. Und muss jetzt erstmal gucken, dass er irgendwie mit seiner Waffe wieder klarkommt und er versucht Abstand zu gewinnen und der zweite attackiert dich und trifft dich aber nicht. Super, ja, dann wende ich mich dem zu und würde das genauso machen. Und wenn der. Na gut, aber das können wir dann später erklären. Ja, gerade so getroffen. 14. Na, verteidigt sich nicht. 17 ist das ein bisschen schlecht. Das sind sogar 11 Trefferpunkte. Auch der. Der W6 ist mir heute geneigt. Auch der hat ordentlich Schaden eingesteckt und versucht jetzt halt auch etwas Abstand von dir zu gewinnen. Und ja, du merkst, die sind auf dem Rückzug. Ich würde kurz hinter dem Wagen Deckung suchen. Würde fragen: Mutter, alles okay? Alles in Ordnung? Es kommt keine Antwort. Schande. Ja, würde dann nochmal kurz über den Wagen luken, ob der mit dem Bogen schießt. Ja, keine Pfeile gerade da sichtbar. Du siehst, dass vorne das Pferd halt dann eingeknickt ist. Ja, dann schaue ich in den Wagen. Ja, du siehst, dass deine Mutter unverletzt ist, aber halt da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas muss ja passiert sein, dass sie irgendwie weggetreten ist. Okay. Wahrscheinlich irgendwie durch den Wagen, durch das Schlingern oder so, irgendwie wahrscheinlich irgendwie das Bein, ne? Also ein offener Bruch. Naja, klar, klar. Wahrscheinlich durch den Schmerz ohnmächtig geworden. Was ist mit Anna? Ja, die ist immer noch in sich zusammengesackt auf dem Kutschbock. Ja, gut, ist jetzt zwar der denkbar schlechteste Zeitpunkt, aber ich muss sie verarzten. Wie ist hin? Nochmal eine Heilkunde Wundenprobe. Wo ich ja so super drin bin. Ich habe als erstes verstanden, sie ist hin. Voll geschockt gerade. eine 3, wo ich eine 11 bräuchte. Komm, Daddy needs your shoes. Jawohl. Ja, 2 Punkte, also eine Qualitätsstufe. Ja, eine Qualitätsstufe. Ohne Witz, ey, wenn man es braucht. Ja, du siehst, sie ist von zwei Pfeilen durchbohrt. Einmal Rücken quer durch den Körper, müsstest du wahrscheinlich auch die Lunge getroffen haben. Und einmal von vorne, einmal in den unteren Bauch. Na gut, da ist nichts mehr zu machen. Und sie atmet noch, aber irgendwie so ganz gequält. Kann ich im Moment nur... auch wenn die Situation dafür denkbar schlecht ist und ich eigentlich hier unbedingt weg müsste, aber vielleicht besänftigt das ja auch die Elfen, die das sehen, würde ich sie im Arm halten und über den Kopf streicheln und sagen. Ja. Und sie hörst halt hinter dir, dass deine Mutter wieder wach wird. Du wirst immer mit mir reisen, mein Engel. Was ist passiert? Nasir! Ja. Ja, Mutter, ich bin hier. Emma geht es nicht gut. Was ist passiert? Wir wurden von Elfen angegriffen. Ich konnte sie in die Flucht schlagen, aber. Gib uns eine Minute. Und, während ihr da. Was machst du, genau? Da würde halt Emma, wissend, dass ich gegen ihren Tod nichts mehr machen kann. Im Arm halten und streicheln und ja, wie man das platt gesagt mit Sterbenden macht. Nicht, es wird alles gut, aber ich werde immer bei dir sein, ich werde dich nicht verlassen. Dann zieht Nebel auf um euch herum, wie es schon damals im Wald gewesen ist. Und wieder erscheinen diese Schemen im Nebel, umzingeln den Wagen und stehen halt diese Schemen im Nebel herum um den Wagen und wieder
kommt diese Gestalt aus dem Nebel heraus mit dem Speer. Den du schon kennst, die Gestalt. Schält sich heraus. Ich würde immer ganz, ganz sanft und liebevoll auf dem Kutschbock ablegen. Und würde dann aufstehen. Würde sagen, los, beende, was du angefangen hast. Du hast einen Geliebten verloren. Ich habe eine Geliebte verloren. Er tritt so von hinten an den Wagen heran und deine Mutter sieht ihn zum ersten Mal auch. Und so muss es nicht enden. Und so sagt sie oder er? So sagt sie. Und du hörst sie in einer merkwürdigen Sprache sprechen. Und das erste Mal, dass du das siehst, sie zieht ihr Kopftuch ab. Wischt die Haare beiseite. Und entblößt abgeschnittene Ohren. Abgeschnittene Ohren. Ja. Leck mich am Arsch. Okay. Wir haben genug gelitten. Lass uns gehen. Wir erzählen den Menschen davon, dass sie euren Wald nie wieder heimsuchen dürfen. Ansonsten kommen mehr Menschen. Ihr wisst, wie es läuft. Immer mehr werden kommen. Und irgendwann sind sie mehr als ihr. Wir können die Geschichte erzählen, dass niemand in den Wald soll. Wir können die Menschen davon abhalten, dass sie zu euch kommen. Ja, und dann tauschen die sich aus. Und der Elf scheint zuzustimmen. Aber auch nur, weil er mit einer Art Verwandten spricht. Und so werdet ihr entlassen und du darfst deine Mutter nochmal tragen, weil der Karren ist ja dahin. Du musst sie den Rest des Weges tragen und er erreicht das nächste Dorf und erzählt eure Geschichte. Da ist es die Frage, was ist für mich leichter, den Karren selbst zu ziehen oder meine Mutter zu tragen? Ja, ich glaube, das Tragen ist einfacher. Du kannst versuchen, so eine Bahre zu bauen. Du kannst den Karren irgendwie zerlegen und dann irgendwie so eine Bahre, die du hinter dir herziehst. Ich habe halt das grundlegende Problem, ich muss Emma zumindest auch irgendwo hinbringen, wo ich sie begraben kann. Dann wirst du ganz lange brauchen, um den Karren auch von Hand zu ziehen, aber gut. Das Opfer muss ich eingehen. Hey, da weiß die Maus jetzt keinen Faden ab, wir sind ja hier nicht im Grand Hotel. Dann wirst du erschöpft irgendwie im nächsten Dorf wirst du ankommen und fast schon vor Erschöpfung irgendwie auf dem Marktplatz irgendwie in dich zusammensacken und lässt deine Mutter reden. Ja, und dann erzählt sie die Geschichte vom Finsterwald und von dem Monster im Wald und ja, und dass niemand mehr in das Dorf hierüber gehen darf, weil dort die Monster hausen und ja. Ja, und es dauert noch weitere Wochen und es gibt eine Beerdigungszeremonie für Enna in der örtlichen Kapelle. Es ist zwar kein Boron-Geweihter hier, aber ein paar reine Geweihte wird die Zeremonie vollenden, wenn du das nicht machen möchtest. Ja, da bin ich einfach zu zerbrochen gerade dafür. Ich würde der Zeremonie beiwohnen und würde dann und assistiert von der Vogelmutter, weil es ihr auf einmal jetzt, wo sie irgendwie aus dem Dorf heraus ist, der Heilungsgrad geht rapide bergauf. Sie hat sich wieder verhüllt. Ja. Spricht über die ganze Sache, spricht sie kein Wort mit dir in den letzten Tagen. Ja, gut, klar. Und ist auch sonst distanzierter als sonst. Und nach der Beerdigungszeremonie, die doch schön ausfällt, zieht es euch trotzdem weiter weg von hier, um das zu vergessen, was hier passiert ist. Und dem zu folgen, was ihr jeden Tag ab sofort träumen werdet. Denn dieser Traum vom Salz und dem Meer und dem Vogel taucht jede Nacht wieder auf. So sehr du dir wünschst, du würdest von Enna träumen,
die Erinnerung festhalten, der Vogel kommt. Und gerade als ihr die letzte Hügelpassage überquert habt und nochmal gerastet habt, hast du einen Mittagsschlaf unter einem Baum gehalten und hast diesen Traum wieder geträumt und hast nun auch die Gesichter, mehr Gesichter gesehen, die mit dir reiten auf dem Vogel. Und zwar einen Elfen, eine Magierin. Schon wieder Elfen. Und einen Torvaler. Ah. Und ihr fliegt gen Horizont und leicht bildet sich die Silhouette deiner Enna ab auf dem Horizont, dem ihr entgegengleitet. Und es ist wirklich auch das erste und vielleicht auch das letzte Mal, dass die Vogelmutter das Meer sieht, weil das jetzt nach dieser Hügelkette auch auftaucht. Und im Tal, hinter dem Hügelkette, seht ihr groß und rauchend die Stadt Ohlport. Willkommen in Ohlport, Nasir Ibn Zahir al-Masrim. Die Stadt, in der du wohl deine Weihe zum Wandervogel erhalten wirst. Denn das war eine wahrlich harte Probe, die du hast durchführen müssen. Stimmt. Du wirst das Meer sehen, Mutter. Ich werde fliegen lernen. Gut, und mit diesem Blick auf das Meer und auf die belebte Stadt Ohlport und mit all den Rückblicken auf das kleine Dorf im Finsterwald, können wir hier Schluss machen für das Interlude und mal sehen, ob in Ohlport auch die anderen an ankommen werden irgendwann, wenn sie denn das überleben, was sie da gerade durchleben. Denn dem geht es nicht viel besser als Nasir. Gerade zumindest. Ja, und ich würde gerne noch ein kleines TTT hinterher schieben. Wie war es für dich, Nasir? Mischka, wie war's? Ja, mir fällt komischerweise gerade dieser berühmte American Bootcamp-Spruch ein, wir müssen sie erst brechen, um sie wieder aufzubauen. Ja. So fühle ich mich gerade. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, gut, der hat da halt mit einer angebändelt, aber ja, das wurde sehr schnell sehr persönlich. Ja. Ist auch ganz ja, ganz schön, so dass man das auch zulässt. So. Ja. Es ist, glaube ich, auch einfach Unterschied. Du kannst Sachen einfach dich in Sachen viel besser reinversetzen, wenn du das auch schon bist. Also wenn du Vater bist, kannst du. Und auf jeden Fall werden die Geschehnisse, die jetzt folgen, werden für Nasir, allein weil er jetzt so viel. Ja, du hast jetzt. Eigentlich müsstest du dir Vorurteile gegen Elfen jetzt aufschreiben. Dem, müsste ich ja, aber die Frau, die mich mein Leben lang geführt hat, ist ja auch. Ist Halbelfe zumindest, ja. Also sie ist wahrscheinlich keine aber Elfe, aber Halbelfe. Das habe ich mir auch eben überlegt, okay, so krass wie das lief, und weil du sagst, ja, ich reise mit einem Elfen, ich müsste echt jetzt Vorurteile haben, aber andererseits. Ja, es ist halt jetzt sehr zwiegespalten und um ein bisschen zu spoilern, das, was kommen wird, wird viel mit Elfen zu tun haben. Und ja, da wird dann Nasir noch einige Male an die Abende im Finsterwald zurückdenken müssen, wahrscheinlich. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr schöne rollenspielerische Momente geben. Und ich finde es auch ganz gut, ein Charakter, der so ein bisschen Hallodri ist und so ein bisschen, ja, ich bandel halt mit den Frauen an und betöre und so, auch mal sieht, dass das auch Konsequenzen hat. Und das, ja, ne? Definitiv. Und direkt am Anfang einmal so mit dem Hammer reingeschlagen und man kann dieses Mittel einsetzen auf Reisen, aber wähle mit Bedacht, denn es kann auch nach hinten losgehen. Ja. Ja. Ich will mir jetzt ernsthaft überlegen, ob ich mir nicht Vorurteile gegen Landbevölkerung holen soll. Ja. Ohne Witz, ey. Das war sind so typische, Es sind so die perfekte Beschreibung der Mittelreicher oder Mittelländer, Mittenheimer aus Warhammer Fantasy. Mhm. Total ignorant, immer direkt mit Fackeln und unterwegs. Ist halt ihre Existenz war bedroht. Ne? Also es ist schon halbwegs verständlich, dass sie zumindest darum kämpfen wollen. Ja. Auch vor allen Dingen, weil sie auch den ganzen Ausmaß ja nur aus Hörensagen gehört. Die haben halt, ja, die klären uns halt den Krieg. Ne? Ja, allein schon, also
überlege, bei mir im Dorf käme jetzt einer rein und sagt hier, ich habe gesehen, Leiche, hat einer aus dem Dorf, bla, 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 und alle sagen, oh, ist ja, ja so, klar, nee. Das ist schon ein harter Tobak, mein lieber Herr Gesangsverein. Mhm. Aber gut, es war auch ist eine andere Zeit, ne? Man, es geht immer von heutigen Moral- und Wertvorstellungen aus. Ja. Nee, wie soll es dir sonst gefallen, Mischka? Super. Jetzt bist du voll im Charakter drin. Am Anfang habe ich echt gedacht, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Wo geht denn das Abenteuer hin? Oh, das war ja oberhart. Wo der blutiges Schwert in der Hand hatte, wusste ich schon, das wird richtig ganz großer, glühender Scheißhaufen werden. Ja, man hätte das jetzt noch ein bisschen ausführen können und richtig Verhandlungen oder sowas einbauen können, aber dafür haben wir einfach auch heute zu wenig Zeit. Wir sind damit jetzt schon 12:30 nachts ja, und so ein bisschen müde wird man dann ja auch irgendwann. Und so, ja, ich musste dich aus der Vaterschaft ja auch irgendwie rausboxen. Genau. Hätte ich mir hab ich dir ja eingebrockt, ja? Ja. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn ich jetzt gesagt hätte, die bleibt in Ulport und hey, ich muss auf Wanderschaft, hier wird für dich gesorgt, ich komme aber wieder irgendwie in 10 Jahren. Ja. Aber nee, es ist konsequenter so. Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, irgendwie, so ein bisschen angelehnt an ein paar Filme, die ihr vielleicht auch erkannt habt. Ich fand auch die Beschreibung, auch dass die Elfen mal ein bisschen anders rüberkommen als die Heiti-Taiti-Baumkuschler. Denn das sind sie in DSA eigentlich nicht. Sie werden immer gern so gespielt. Ne? Und sie sind auch nicht lächerlich oder sonst wegen. Sie kommen halt in der normalen Heldengruppe meistens ein bisschen zu kurz, aber sie sind halt. Erbarmungslos und auf ihre Art und Weise sehr tödlich. Und gut, die sind insofern in Anführungszeichen lustig, dass sie sich über die Menschen und ihre blöden Gewohnheiten lustig machen. Aber in der Welt der Elfen sind die halt einfach konsequent, effizient mit wie sie formen, wie sie Sachen erschaffen, wie sie das Lied spinnen. Und wie gesagt, es gibt einen jahrhundertealten Pakt gewesen, dass der Wald den Elfen und dass der Dorfplatz den Dorfbewohnern gehören soll. Und es gab schon mal ein Dorf an dieser Stelle, das auch das gleiche Schicksal hatte, das, die Überreste hast du ja noch gesehen. Und damals gab es einen Friedensvertrag und den haben die drei Burschen wohl gebrochen. Nicht wissend, dass es so etwas überhaupt gibt. Ja, aber die Rose. Ja, im Prinzip warst du ja schuld, weil du hast ihn erst auf die Idee gebracht, in den Wald zu gehen. Ne? Aber so sind wir alle unseres Glückes Schmied selbst. Ja, richtig. Würde der große Ingerim sagen. Ja. Also, ich mir jetzt auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr das gerade auf YouTube guckt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Scheiße, jetzt habe ich auch so eine scheiß Daumen hoch-Kacke gesagt. Ist auch, was soll ich doch einfach mal ernsthaft seine Meinung sagen? Wenn es nicht gefallen hat, schreibt bitte drunter, warum nicht irgendwie und wie man es hätte besser machen können. Dann lernen wir und können es beim nächsten Mal besser machen. Wenn ihr. Lernt von den Dorfbewohnern, flamen kann jeder. Sagt eure Meinung. Wenn ihr noch mehr Rollenspiele sehen wollt, die so ähnlich ablaufen wie hier, dann guckt doch mal auf den Nordpol, www.nordpolforum.de, müsste irgendwann bald wieder hoffentlich erreichbar sein, ansonsten oben ist es ja eingeblendet, irgendwo in der Ecke, die Joko-Adresse, darüber könnt ihr auf jeden Fall den Nordpol erreichen, einfach anmelden und wenn ihr spielen wollt, dann schreibt einfach nicht drunter, hey, hast du mal Lust mit mir zu spielen, weil ich bin echt ausgelastet mit Spielen, ja. Fragt im Nordpol nach, da gibt es genug Leute, die auch Spiel leiten und auch gerne Anfänger an die Hand nehmen und alles zeigen und so. Traut euch, wir können, also gerade der Mischka kann aus Erfahrung sagen, Neulinge, die sich nicht trauen, sind meist manchmal richtige Fundgruben von richtig tollen Rollenspielern. Ja. Und ja, also traut euch und macht einfach mit. Muss ja auch nicht immer im Internet live sein, man kann auch privat spielen und klar. Ja, traut euch mal, euch anzumelden, einfach mal nachzufragen und macht mit, weil das Hobby ist cool. Werdet Schmied eures eigenen Glückes.
Genau. Und wann es weitergeht mit der Phileas und Saga, dann mit allen Beteiligten, das seht ihr dann auch auf dem Nordpol. Ich glaube, ich habe es auch schon auf Twitch unten in meine Ankündigung reingeschrieben, wann der Stream ist. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Weißt du es auswendig, Mischke? Nee, da hast du nur drin Greifenschlag, Mother und Göttertafel. Aber auf dem Pol steht schon drin 30.10. Ja, dann ist es wohl am 30.10., ja. Weiß der Spieler besser als der Spielleiter, wann den genau, das ist. 20 Uhr. Sonntagsabends, beste Zeit für Popcorn, Kino und Koali mit der Flair und Saga. Na, nicht nur Koali, auch der Mischka und Leopardin 202, Pölle und Enigmon, nicht zu vergessen. Enigmon, genau. Unser Quotenelf, ja. Vielleicht beim nächsten Mal sogar mit Cam. Nicht, dass wir da einige enttäuschen, ne? Das wäre ja mal schön. Ja. So. Oder jemanden positiv überraschen, weil bis jetzt kennt man ja nur das Gesicht des Bildes und wenn dann das richtige Gesicht dazu kommt, vielleicht. Sieht da. Sieht aus wie auf dem Bild. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So ähnlich, genau wie bei dir auch. Ja, genau. Ich klebe mir noch so ein Bart an, mache mir die Haare schwarz, nehme 20 Kilo ab, läuft. Ja, okay. Dann mache ich hier mal aus. Ich bedanke mich fürs Zugucken und dir, Mischka, fürs Mitspielen. Und ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.